So, tschakka, da sind wir wieder und machen gleich weiter. Es hat angefangen zu regnen, so eine Scheiße. Jetzt die Kuh bestimmt über alle Berge. Aber wir suchen sie trotzdem. Ich habe sie nämlich gehört. Wir haben sie beide gehört, oder? Oder sind die Soundeinstellungen scheiße? Ich weiß es nicht. Wir stellen uns jetzt mal hier rauf und suchen sie. Ah, zuck unser Fernglas. Mal gucken hier, ganz kurz. Sie war immer da hinten. Sie war immer da. Stand da die ganze Zeit. Und, so. Na gut, da ist sie aber nicht. Hier habe ich sie irgendwo gehört, ne? Wir waren hier unten in unserem Wohnzimmer. In der letzten Folge. Falls ihr euch erinnert oder nicht, könnt ihr auch nochmal zurückschalten und hören. Oh, guck mal. Hier werden wir auf jeden Fall noch unseren coolen Pool bauen. Oh, ein Tee. Oh, danke. Lieb von dir. Ich höre dich nicht. Bis gleich, bin gleich fertig. Mit Tee trinken, natürlich. Fertig. Ich schlürfe mal ganz kurz. Oh, der ist ja schon ziemlich kalt. Wahrscheinlich hat sie ihn vergessen. Naja, mal gucken. Ist ja auch nicht so schlimm. Schmeckt trotzdem. So, Kuh, wo bist du denn? Es wird dunkel. Homo. Kuh. Wir nehmen mal ein bisschen Weizen in die Hand, ne? Vielleicht ist das besser für uns beide. Ne? Vielleicht hast du ja Angst vor so einem Schissel oder so. Sieht ja ein bisschen aus wie ein Cuttermesser. Ich höre sie jetzt nicht mal mehr, ne? Cool. Da! Da! Wir haben dich gefunden! Yeah! Hey! Komm mit! Komm her! Hopp! Ja. Yeah. Hast du noch einen Kumpel? Ich schau gerade mal, ob du noch einen Kumpel hast, ja? Das wäre richtig toll. Weil dann bräuchten wir nämlich nur einmal laufen. Außerdem regt mich das voll auf, ja? Was bist denn du? Oh. Es ist, misslungen. Na gut. Schäfchen, aha. Hallo. Was war das? Auch ein Schäfchen, ne? Ich darf nicht immer wahllos irgendwelche Tasten drücken. Weil dieses Fernglas, das sitzt nämlich auf Z. Ja. Auf Z, genau. Gut, wir sollten uns erstmal mit der einen Kuh begnügen, sonst ist sie wieder weg. Und, holen wir die doch mal eben. Falls wir dann irgendwann nochmal eine finden, dann haben wir halt zwei. Und dann geht's richtig los in diesem Stall. Ich sag's euch, da müssen wir ein paar Kerzen aufstellen und dann, ja, wow. Entschuldigt mich, wieso ich auch eigentlich immer? Mein Computer ist doch dann schuld. Also wer sich aufregen möchte, bitte Briefe an meinen Computer schicken. Cool. Wie nennen wir sie denn? Wo ist sie denn? Hier, lecker Weizen. Lecker, lecker. Ach, Mensch. Da, komm her. Put, put. Wunderbar. So, ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung ich muss. Aber zum Glück haben wir ja den Atlas mit. Oh, ich habe ihn tatsächlich mit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber, ah, okay. Sowas ähnliches wie... Hey, komm her. Hast du gerade gemut? Du bist doch voll nah dran. Nein, komm mit. Komm her, vielleicht finden wir auf dem Weg noch eine andere Kuh. Put, put. Wunderbar. Komm.
Du hörst dich übrigens zeitweise an wie ein Pferdchen. Hier. Hier. Komm her. Na, 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 na. Komm her. Ja, ich muss ja auch mal was geben, sonst ist er enttäuscht. Ja, ja, fein, fein. Komm her. Mit. Wir sind gleich da. Müssen wir noch irgendwie da rüberkommen. Komm mit. Oh Gott. Komm. Los, komm her. Komm. Mit. Lecker. Ja, sehr schön. Sehr schön machst du das. Ups. So, und jetzt schön hier drauf. Nicht runterfallen. Ich hab gut reden. Ich feier selber runter. Nein. Wo muss man hin eigentlich? Ach, da drüben. Höp. Egal, du schaffst das schon. Nur nicht ins Loch fallen. Komm her. Komm. Sehr gut. Boah. Gute Kuh. So. Oh ja. Achso. Komm. Pott. Pott, 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 pott. Ja. Kommst du nicht durch die Tür, oder wie? Mit. Okay. Nein, du gehst jetzt nicht wieder raus. Du musst jetzt leider hier drin bleiben. So. Guck mal, da habe ich dir Weizen hingeschmissen. Nett von mir, ne? Ja. Ich wusste es doch. Da es hier sehr dunkel ist, würde ich vorschlagen, ich mache dir ein paar Fackeln hier hin. Was hältst du davon? So, ein, zwei. Oder eine, reicht vielleicht. Hier so. Zack. Ne? Guck mal. Und dann, da wir ja noch ein bisschen Zeit haben, mache ich dir mal was richtig Cooles. Warte mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das passt alles nicht. Was so? Vielleicht. So. Na, mal gucken. Ja, nee. Das war zu viel. Warte mal. Machen wir mal so. Zack. Zack. Und dann müssen wir aus unserer Werkzeugtasche mal gucken, ob wir noch so ein Ding haben. Ja. Haben wir tatsächlich. Wo ist es hin? Da. Ach so. Ich brauche Wasser, ne? Wasser. Mensch, wir haben auch echt alles mit. Das ist ja unglaublich. PC-Stab. Und hier haben wir noch zwei Eimer. Die brauchen wir aber gar nicht. Wir machen jetzt erstmal hier Wasser rein. Plopp. Und dann hole ich dir noch kurz neues Wasser. Ja, nett bin ich, ne? So. Guck mal, hätte ich einfach nur. Nein! Dumm gelaufen, ja. Naja, so ist das eben manchmal. So, 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 so. Das geht natürlich nicht, dummerweise. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ist halt geschisselt, das Kram-Ding halt, ne? So. So, und hier nochmal zwei. Dann machen wir hier ein bisschen Weizen anbauen. Das freut euch bestimmt richtig gut. Zack, Weizen. Hm? Geht das nicht? Warum geht das nicht? Hallo? Warum geht das nicht? Hat zu wenig Licht hier oder was? Es geht nicht. Hallo. Warte mal, müssen wir erstmal sowas machen? 1, 2, 3, 4. Probieren wir mal aus kurz. Nicht, dass wir es verschleudern. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So. Falsch. Hier geblieben. Wusste ich gar nicht, dass man das so machen muss. Okay. Guck mal. Nicer, nicer, hm?
Ja, richtig cool. Finde ich auch. So, die Fackel noch weg, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Und dann kannst du schon, könnt ihr schon hier... Guck mal, drauf springen kann man auch nicht. Dann könnt ihr es nicht kaputt machen. Voll gut. Voll gut. Okay. Ciao. Ich suche dir noch einen Kumpel bald. Ne? Also, halt die Ohren steif. Och, guck mich nicht so traurig an. Ich kann doch auch nichts dafür. Wir brauchen einfach dein Leder, weißt du? Es ist... Jeder muss Opfer bringen. Verstehst du? Wir zum Beispiel... wir zum Beispiel... ja? Haben so eine wunderschöne Krawatte. Die ist leider nicht aus Leder. Und du willst doch nicht... wir brauchen noch einen Namen für dich. Conny. Hm? Was hältst du davon? Haben wir so ein cooles Schild? Ich weiß auch gar nicht, wie man die macht. Sign. Tatsächlich. Doing. Aha. Aha. Boah, voll teuer, die Scheißdinger. Na gut. Mal gucken. Haben wir alles da. Zack. Und zack. Tja, Conny. Conny the Cow. Cool. Das ist richtig cool. Okay. Da fällt mir ein, wir haben noch super viel Scheiß im Inventar. Kuh haben wir jetzt. Ach, das ist die Musik. Ich wundere mich, was sind das für komische Geräusche? Es geht ja gar nicht. Naja. So. Guck mal, wie sieht's denn hier eigentlich aus? So kann man doch hier keinen einladen. Conny, hä? Das geht doch nicht. Was hältst du von ein bisschen Rasen, sag mal? Nix? Okay. ich würde jetzt sehr gerne ein bisschen das noch verschönern. Ja, ich mache gerne Verschönerungssachen. Das wisst ihr doch. Bleibt das eigentlich so cool? Das bleibt so. Das ist ja mal richtig cool. Okay, du kannst wieder einpacken. Du auch. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir euch wegkriegen. Vielleicht in diesen Rucksack. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann nicht weg. Komm wieder. Danke. Ihr beiden könnt schon mal weg. Eisen kann weg. Flint kann weg. Redstone kann weg. Und der Eimer. Wir sollten ihn voll machen. Das kann auch weg, ne? So, falls wir irgendwann mal wieder Wasser brauchen oder so, nehmen wir einfach alle mit. Oh ne, alles doof. Warte mal. Dann kann man hier gar nicht mehr stacken, ne? Nochmal viel zu wenig Platz nur noch. So, also einmal die Eimer wieder zurück. Und, ja. Das nehmen wir noch mit. Die Erde. Und dann würde ich hier tatsächlich gerne so ein bisschen dieses dunkle Holz hin machen. Was ich ja ziemlich cool finde. Haben wir den Chisel eigentlich noch? In der Werkzeugtasche, ja. Aber natürlich. Oh, natürlich. So, kann man eigentlich hier raus was machen? Nein, kann man nicht. Was für ein Scheiß, ey. Jetzt gibt es diesen Schissel überhaupt. Gut, okay. Dann machen wir folgendermaßen. Es dauert immer ein bisschen länger bei mir. Das war das Falsche. Nehmen wir das. Machen wir Slabs draus. Zack. Auf jeden Fall genug. Ne? Oh, genau. Das ist die richtige Einstellung. Das ist absolut die richtige Einstellung. Ja, wenn ich die so verbrate, dann hätte ich gar keine Slabs machen müssen. okay, ich mach sie gleich wieder weg. Eins am anderen. Ich bin nicht so gut im Setzen. Das wisst ihr doch. Das habe ich doch letztes Mal auch schon gesagt. Freunde. So nicht, ne? So geht's nicht. So, du darfst jetzt hier leider nicht durch. Nein, du darfst... Nein. Nein.
Ach, jetzt müssen wir durch die Tür gehen. Wo ist denn unser Zaun jetzt hin, sag mal? Der hat sich einfach verflüchtigt, oder was? Oh. Na gut. Wie macht man sich eigentlich einen Zaun? Gucken wir mal. Fans. Gibt's nicht. Obst mit E, meine ich. Mhm. Rivercane oder Dingens. Stickies. So, ist nichts leichter als das. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 32. Mhm. Ciao. 8 Stück, ja. Na gut. Was sein soll, dann soll das wohl sein. Tack, 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 tack. Du nicht. So, hier muss noch eine Gartentür rein. Und dann machen wir... zu wenig. Verdammt. So, 4 Stück müssten reichen. So. Guck mal. So, da haben wir so ein bisschen eine Abgrenzung. Und wieder zu wenig. Sei es drum. So, mach ich hier gerade nochmal die Erde ein bisschen weg. Natürlich, heute geht alles kaputt. Irgendwie geht hier schief, Alter. Danke, Regen. Danke. Herzlichen Dank. Das tat so gut. Sag's dir. Ich sag's dir. So. Mö. Schnauze, du hast jetzt gar nichts zu sagen. Plopp. So. Okidoki. Jetzt müssen wir nur noch so einen komischen Fans suchen. Warte mal. Und dann ist es schon fast geritzt. Ja, ich weiß. Du bist unzufrieden. Können wir alle verstehen oder auch nicht. Boing. Muss erstmal so. Ich denke, das geht so. Hm? Oder was meinst du? Ja? Ja, es wächst bald und du kannst was essen. Chill mal. Mich hat es übrigens ein bisschen gewundert, dass du nicht durch die Dings reinkommst. Conny, wieso kommst du nicht durch die Tür? Was soll denn das? Was ist denn da los mit dir? Ne? So. So, so, so. Okidoki. Dann. Bis denn. Na? War schön mit dir. Was ist denn hier eigentlich passiert? Ach, ich glaube, ich wollte hier irgendwie so einen Weg basteln. Ja, das geht doch so nicht. Das sehe ich doch jetzt schon. Jedes Mal. Hier haben wir noch eine Schaufel. Guckt an, guckt euch das an. Ja, wie vorbereitet ich bin. Ist das nicht toll? So, dann buddeln wir einfach jetzt hier durch. Und dann geht das viel besser. Na, so. Weil man sieht ja, da ist der Baum im Weg. Und genau den wollte ich nicht wegmachen. Was ist denn jetzt los? Was? Wieso laufe ich jetzt in die Richtung die ganze Zeit? Okay. Ja. Genau. So, ich gucke gerade mal, ob wir noch ein bisschen Holz haben. Vielleicht hier drin. Also dieses helle, ne? Was geht denn hier ab? Ist ja geil. Oh, mein Tee. Verdammt. Haben wir eigentlich schon mal das Lagerfeuer aufgestellt? Gar nicht sicher. Machen wir jetzt mal. Und zwar hier. Das schützt nämlich vor bösen Kreaturen. So, und wie geht das an? Hallo? Ah. Hey. Ja, so auf jeden Fall nicht. Was ist das? Muss da echt Kohle rein? Gehen da nicht aus Stickies? Man kann auch Stickies verbrennen, sag mal. Es ist unglaublich. Ich guck gerade mal, ob wir Kohle mit haben. Wir haben bestimmt Kohle mit, aber ich möchte die dafür eigentlich nicht. Haben wir das nicht schon mal gemacht?
Ah, sieh an, es brennt. Und da liegt sogar die Kohle drin. Schlecht. Na gut. Was ist denn mit so einem Baumstamm? Geht das auch? Nee, geht nicht. Und was kann man hier oben machen? Auch nichts. Okay. Also es brennt nur so lange. Ist ja gut. Du hast bald noch Gesellschaft, ja? So. Jetzt aber gerade nicht. Und da fällt mir ein, wir wollten eigentlich schlafen gehen. Letzte Folge, oder was? War das letzte Folge? Ich glaube schon. Genau. So. Ja, leider ist das so, dass wir, doch, wir haben noch eine Schaufel. Cool. Leider ist es jetzt so, dass wir kein Holz haben in der Farbe, die wir brauchen. Also müssten wir improvisieren, indem wir gar kein Holz nehmen. Das ist, glaube ich, einfach die beste Lösung für alles. So, dann können wir hier ein bisschen runterspazieren und dann sind alle glücklich. Ne? Das ist mir immer sehr wichtig, dass einfach alle glücklich sind. So, und ihr seid auch glücklich, wenn ich jetzt hier das beende, dann könnt ihr nämlich ausschalten und habt wieder genug für die nächsten Wochen von mir gehört. Keine Ahnung, wann ich mich das nächste Mal wieder melden werde oder wieder was hochlade. Und da sind wir einfach mal alle gespannt. Ich gehe jetzt nochmal schlafen, weil es ja dunkel geworden. Sieht auch übrigens richtig schön aus. Also ich muss sagen, wir haben eine Top-Lokation hier, was das betrifft, ne? Also ich bin immer noch begeistert. Damals, als wir herkamen, so, und da habe ich so gedacht, oh, hoffentlich geht in die Richtung die Sonne unter, ey, das wäre so cool, weil man dann hier so richtig lang gucken kann, so wie wir es jetzt tun, ne? Und da hätte ich mich drüber erfreut, habe ich gesagt. Und tatsächlich, schon am ersten Abend, als dann die Sonne unterging, Tador, war es soweit. Ja? Haben wir nicht noch irgendwie Holz, was für die Tür oder so? Hier haben wir das Grüne, ne? Das Grüne sieht da, glaube ich, nicht aus. Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin unzufrieden mit dem Schlafzimmer, ehrlich gesagt. Die Farbe gefällt mir nicht. Okay, na gut. Aber das können wir ja irgendwann mal machen, wenn es uns sowas gegen den Strich geht. Oder wir bauen uns einfach ein neues Schlafzimmer. Bis denn, Leute. Ab in den Endscreen und grüßt mir das Huhn, ne? Was ganz zum Ende kommt. So, tschüss. Bis dann, euer Smoothie. Ciao. Thank you.